Und es geht weiter mit Digimon Liberator Chapter 4 Part 2 Fable Walz. Okay, gleich mal vorweg. Ich kenne das Kartenspiel, ich weiß, wie es funktioniert, aber ich bin jetzt nicht so sehr da drin, als dass ich sagen könnte, oh ja, dieses Chapter war jetzt richtig gut durchdacht oder es war schlecht. Also wäre ganz nett oder cool, wenn mal so ein paar Leute, die sich ein bisschen mehr und besser damit auskennen, was dazu schreiben könnten in den Kommentaren. Abgesehen davon kann ich natürlich trotzdem sagen, was an dem Chapter gut bzw. nicht so gut war. Und wie ich es ja schon im letzten Video gesagt habe und mir gedacht habe, war es logisch, dass Arisa es schafft, Schumon aufs Mega-Level zu digitieren und dann wurde es Zendrillmon. Das habe ich natürlich schon vor ein paar Monaten gesehen und es ist ein Digimon, das ich okay finde, das auch ziemlich stark ist, offensichtlich. Kann man ja noch nicht wirklich zu was sagen. Also im Card-Game, ja, okay, da ist wohl jedes irgendwo stark, aber es gibt ja jetzt noch kein Videospiel oder so, wo es vorkommt, aber es wirkt halt stark, sagen wir es so. Sonst lief das Chapter größtenteils eben auch so, wie ich es vermutet habe. Sie haben halt gegeneinander immer noch gespielt und Arisa hat dann natürlich auch gewonnen. Ja, knapp würde ich das jetzt nicht nennen, wobei Violet bis zum Schluss dachte, dass sie noch gewinnen könnte. Ja, und ich fand es natürlich trotzdem noch gut, dass am Ende das so war, dass Arisa gesagt hat, als Violet in ihre Klasse kam, dass sie eigentlich mochte und dass das beide halt freundschaftliche Rivalen sind. Und ja, dass Violet zwar irgendwie schon, sagen wir mal, mit Arisa eine Freundschaft hat, aber sie will das natürlich nicht eingestehen und sagt, das ist ja nicht der Sinn an einer Rivalität. Und das fand ich okay, aber abgesehen davon war das Chapter halt sonst eher, naja, ganz nett zum einmal lesen und das war's eigentlich. Was ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen blöd fand, war die Sache, als Arisa gewonnen hat, beziehungsweise bevor sie den letzten Angriff gestartet hat, dass Violet immer gesagt hat, warte, warte, warte. Und dass die nach dem Duell noch nicht mal mehr irgendwie was gesagt haben, sondern dass sie dann einfach nur so ein paar Gesten hatten und sie ist dann weggelaufen. Und ehrlich gesagt auch ein bisschen schade fand ich, dass wir Ghostmon nicht gesehen haben jetzt in dem Duell. Klar, sie hat mehrere Decks und ich sag's mal so, es ist so 50-50. Einerseits ist es vielleicht ganz gut und es ist vielleicht auch besser, dass man sich Ghost Game aufhebt, insofern er denn überhaupt eine neue Digitation bekommen wird. Aber ja, Bellissamon, nun gut, wenn es denn sein muss. Und ja, klar, zwei Mädchen, die sich ja da bekämpfen. Und natürlich müssen die beide weibliche Digimon auf dem Mega-Level haben. Aber man muss sagen, Bellissamon, so allzu viel hat die jetzt eigentlich Violet auch nicht gebracht. Ja, also, was soll ich sagen? Also für diejenigen, die natürlich das Card-Game richtig toll finden, wird das vermutlich ein gutes Chapter gewesen sein. Für welche wie mich oder andere, die das Card-Game jetzt nur okay finden oder nur mal so nebenbei spielen oder gar nicht, ist es wahrscheinlich eher ein schwaches bzw. okay Chapter. Und ich hoffe einfach, dass das nächste Chapter, was noch ein bisschen länger auf sich warten lassen wird, weil es in Japan dann nochmal einmal Pause gibt, also es kommt nicht am 8. August raus, sondern am 15. August. Also ich hoffe, dass wir da jetzt mal nicht nur ein Kartenduell bekommen, sondern dann auch mal wieder wirklich ein bisschen mehr Charakterinteraktion und Handlung.